Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Atlas. Heute auf den Samstag und ich hoffe, ich kriege die Folge hier noch pünktlich rausgeballert, denn ich habe mich mit dem Aufnehmen ein kleines bisschen irgendwie vertan. Keine Ahnung, was da los war. Wie dem auch sei, wir wollen gleich reinstarten. Ich hatte ja gestern gesagt, ich gehe farmen und beziehungsweise in der gestrigen Folge gesagt, ich gehe noch farmen und bereite schon mal ein paar Sachen vor. Das habe ich auch getan und es hat sich auch ein bisschen was sonst hier noch getan. Also ich habe jetzt einen kompletten Tag und fast jetzt hier die komplette Nacht. Wir haben jetzt 3.38 Uhr, deswegen habe ich euch jetzt dazugeschalten, denn es wird ja dann auch irgendwann hell. Ich habe hier mal ein bisschen was erledigt. Das möchte ich euch als erstes zeigen, bevor wir dann wieder auf eure Kommentare eingehen. Zum einen habe ich hier den Zaun mal weggerissen, weil, wie gesagt, das war ja nichts, ne? Das war ja absolut gar nichts. Also da müssen wir nochmal ansetzen. Ich bin am Überlegen, weil über den Zaun kam ja dann auch, oder kommt im Zweifelsfall dann halt eben auch ein Wolf drüber. Und jedes Mal die Viecher dann hier wieder in den Stall sperren und so weiter. Ich glaube, ich werde einfach den Stall hier erweitern. Wir werden hier so weiterziehen, die Wand bis hier vor. Und werden hier einfach nochmal so, ja, jeweils eine Wand und dann nochmal eine halbe oben drauf und dann ein schönes Dach drauf. Ich denke, so haut es hin. Dann habe ich mal, weil ich noch wirklich ordentlich Material übrig hatte, habe ich mal hier schon mal die erste Wand um unsere Werkstatt gebaut, dass das auch mal erledigt ist. Damit wir da auch ein bisschen safe sind. Was natürlich dann noch passieren muss, ist, es ist ein Stall für unseren Brauner. Wir haben noch gar keinen Namen für dich, ne? Die Community hat zwar schon ordentlich was rausgehauen, aber bin noch nicht so überzeugt. Ich weiß es noch nicht, Leute. Also wie gesagt, hier habe ich mal ein bisschen eingezäunt wenigstens, dass wir da ein kleines bisschen geschützt sind, wenn da draußen mal wirklich ein Wolf umherschwirren sollte. Im Haus ist eigentlich nichts passiert, bis auf die Tatsache, dass jetzt hier, zeige ich euch, das Teil komischerweise jetzt auf einmal Eis produziert. Was ich mit Eis machen kann, das sieht aus, als wäre, also es hat einen blauen Pfeil, ne? Das bedeutet also, es ist Vitamin E. Aber Eis ist doch nur Wasser. Also das habe ich auch noch nicht so verstanden. Aber trotzdem vielen Dank wieder für die Hinweise, die in den Kommentaren standen. Also ich habe gemerkt, ihr wusstet auch noch nicht so genau, was man mit dem Kühlschrank hier so machen kann. Ich dachte halt eigentlich, wie gesagt, man kann da Sachen reinpacken und die heben dann länger. Hab wohl falsch gedacht. Also der Kühlschrank produziert jetzt, oder der Eisschrank vielmehr, produziert jetzt bei uns Eis. Mal gucken, für was wir es brauchen können. Dann kam in die Kommentare hier, dass ich hier natürlich gesalzenes Fleisch machen kann, wenn ich hier Konservierungssalz mit rein packe. Das habe ich mittlerweile auch schon rausgefunden und dass natürlich die Lebensmittel ein bisschen länger heben, ne? Das haben wir auch rausgefunden, also von daher. Salted Prime Meat. Saugut, da haben wir jetzt bestimmt so Schinken, ne? Sieht aus wie Schinken. Also das haben wir auch schon rausgefunden, was hier funktioniert. Dafür auch schon mal lieben Dank an euch wieder für die ganzen Tipps und Kommentare. Was kam sonst noch so rein? Ihr habt gesagt, natürlich mehr den Bären nutzen. Ich gehe mal hier raus kurz. Natürlich mehr mit dem... Boah, bin ich eben erschrocken. Mit dem Bär unterwegs sein, ganz klar. Ich meine, der trägt natürlich schon ordentlich was, ne? Und ist auch schon wieder im Level aufgestiegen. Dann kam auch der Tipp, mit F kann ich dann direkt ins Inventar rein, brauche nicht jedes Mal absteigen. Auch dafür wieder lieben, lieben Dank. Du kriegst mal ein bisschen was auf Gewicht noch. Und noch Gewicht. Du wirst nämlich unser Packesel. Also mit ihm werden wir dann künftig wirklich farmen gehen, auch wenn er nicht der schnellste ist. Und ihr habt ja auch gesagt, bei unserer Bergrunde diese Woche, wir sollen mal schauen, dass wir ja, mit dem Bären den dann vielleicht mit hochnehmen auf den Berg. Dann habe ich mir auch überlegt, wie kriegen wir das gebacken, dass wir den Bär mit da hochnehmen. Er kann ja nicht hochklettern, aber wir können da ja einen Fahrstuhl hinbauen. Also das werde ich auch mal noch angehen, zeitnah, dass wir einfach uns einen Fahrstuhl an so einen Berg bauen und dann einfach mit dem Bär unten auf den Fahrstuhl rauf, den Berg hochfahren und oben dann ordentlich Metall farmen und dann wieder runter. Ne? So ist der Plan. Also das habe ich auch im Hinterkopf. Gut, war noch irgendwas, liebe Leute? Es kamen wieder so viele Tipps und Tricks von euch. Das finde ich echt klasse, dass ihr da so mit dabei seid und dass ihr mich da, oder dass ihr mir da so helft, als absoluter Noob noch in Atlas. Finde ich großartig. Vielen Dank nochmal, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ich möchte einen ganz kurzen Hinweis loswerden. Wenn ihr Bock habt, ich habe gesehen, der ein oder andere ist schon auf dem Discord-Server gejoint. Ich habe da mal einen extra Channel für Atlas reingepackt. Also wenn ihr da Fragen, Tipps, Tricks, Wünsche, Anregungen zum Let's Play habt, kommt auf den Discord, Link findet ihr unter jedem Video in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach den Einladungslink annehmen und dann könnt ihr einfach in den entsprechenden Channel, der nennt sich Atlas, da einfach in der Kategorie Spiele spezifisch, glaube ich, habe ich es reingepackt, da findet sich dann der Channel Atlas und da könnt ihr dann alles reinschreiben und könnt auch gerne Screenshots da reinpacken. Ich werde euch dann fragen, ob es für euch in Ordnung ist, wenn ich die Screenshots auf die Homepage setze und so weiter. Also da steht alles zur Verfügung, wenn ihr das Ganze nutzen möchtet. Dann möchte ich mich noch... Oh, es fängt an zu regnen. Moment. Halt, stopp.
Zack. Dann möchte ich mich noch bei Mr. Drake bedanken, persönlich. Der hat mir nämlich Bilder zukommen lassen für die Homepage von seinem Schiff, das er gebaut hat. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das kommt jetzt am Wochenende morgen. Morgen ist Sonntag. Da werde ich, ich mache immer von Sonntag auf Sonntag, aktualisiere ich die Homepage. Da wird dann, werden dann die Bilder von Mr. Drake auf der Homepage zu sehen sein. Also wer da mal Bock hat, einfach mal reinklickern. Mr. Drake an dieser Stelle persönlich an dich. Vielen lieben Dank. Natürlich hinter Balachman, glaube ich, nennst du dich. Ich kann mir den Namen aber nicht merken. Auch dir vielen Dank. Du hast nämlich auch schon Bilder für die Homepage geschickt. Die stehen allerdings schon auf der Homepage drauf. So. Jetzt habe ich genug erzählt. Wenn ich immer am Anfang mal ein paar Kommentare, Tipps und Tricks vergesse zu erwähnen, seid mir nicht böse, die fallen mir dann meistens wieder ein, wenn wir hier am Bauen sind. Ne? Dann kommt es mir wieder, dass da einer was geschrieben hat. Was mir noch einfällt, weil ich gerade unseren Pferd sehe. Ihr habt gesagt, ja, das ist halt doof, wenn wir jetzt hier im Nassen sind, weil dann gehen wir drauf. So, weil ich jetzt hier gerade unser Pferd stehen sehe. Ihr habt gesagt, ich soll natürlich drauf aufpassen. Ne? Wir werden unserem guten... Ich will ihn die ganze Zeit Johnny nennen, das ist ein bisschen doof. Wir werden ihm natürlich einen Stall bauen, das ist ganz klar. Der muss geschützt werden, damit wir dann... wir werden ihn, ja, wenn wir sowieso on Tour sind, werden wir ihn auf jeden Fall in den Stall stellen. Da will ich kein einziges Tier irgendwie draußen stehen lassen. Müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Aber bisher ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich habe ja auch jedem Tier gesagt, sie sollen fliehen und nicht angreifen oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Von daher sollte das hinhauen. Regnet es immer noch? Ah jo. Und wie? Guck mal, jetzt werde ich nass, wenn ich am Fenster stehe. Okay. Alles klar, Leute. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen was rangefarmt. Ich habe ein paar Planken gebaut. Ich habe, was habe ich noch gemacht? Ja, Boden gebaut. Also, wir können am Schiff weiterbauen. Das ist jetzt natürlich das Hauptziel, ne? Schiff fertig bauen. Dann anschließend rüber auf die andere Insel segeln, habe ich mir so gedacht. Da in der Stadt eine Crew anheuern, weil wir haben noch 10 Goldstücke. Also da in der Stadt eine Crew anheuern und dann das Schiff weiter ausbauen und dann auf große Fahrt gehen. Weil ihr habt gesagt, man kann auch eine Taucherausrüstung bauen und hast du nicht gesehen, wir können nach Frax tauchen. Also da habe ich richtig Bock drauf, deswegen will ich jetzt wirklich zusehen, dass wir so schnellstmöglich das Schiff fertig kriegen. So, komm, lass mal rausgehen jetzt. Wir haben jetzt nicht ewig Zeit, ich hoffe, die Energie geht jetzt nicht runter. So, pass mal auf. Hier habe ich schon mal alles gebaut. Die Kanonenluken, die normalen Planken, wir haben die Geschichten, die Dächer, was wir als Boden nutzen können. Hier haben wir ja schon den Aufzug-Fahrsystem, also da werden wir uns auch zeitnah drum kümmern. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal das Schiff fertig bauen, dass wir da wirklich mal flexibel sind und dann einfach mal in See stechen können. Ne? Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Den Grill müssen wir auch noch aufbauen. Okay. So, wie sieht es denn aus? Momentan ist uns nur kalt. Da läuft aber keiner freiwillig rein da in unsere Falle, ne? So. Oh, unser Pferdchen ist auch schon wieder aufgestiegen. Du kriegst natürlich Ausdauer. 46. Freut sich's. Jau. Schöne Geschichte. So, diesmal nehme ich auch das Pferd, wurde ja auch gesagt. Der hat jetzt ein Pferd und einen Bär und einen Stier. Und was macht er? Er läuft zu Fuß. Ja. Man muss sich halt erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Ganz klar. So, Kines. Da wären wir. Du lässt unser Pferd in Ruhe. Ich sag's dir, Junge. Ruckzuck ist hier Achterbahn, mein Freund. So. Auf an die Arbeit, auch wenn es regnet. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also eine Luke wollen wir ja hier auch reinbauen, ne? Und das wurde auch gesagt in den Kommentaren, dass wir die Luke, glaube ich, mit dem Deckenelement auch bauen können. Aber wir haben ja hier Deckenelemente. Das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Leute, das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. Tee. Ajo. Hi-yo. Zack. Ein Holzlaufsteg hier, wie geil ist das denn? So, dann haben wir hier eine Luke. Zack. Und ich würde hier fast noch eine zweite hinsetzen wollen. Wobei, wir haben da hinten ja dann unsere Erhöhung, wo dann das Steuerrad draufkommt, ne? Oh, da brauchen wir noch ein paar. Aber wenigstens haben wir schon mal unsere Luke. Das ist ja schon mal was. Wir kommen hier rein. Halten für Option. Abreißen, ne. Wir kommen hier schon mal rein. Das ist gut. So, dann brauchen wir hier noch ein paar
Böden. Also es zieht sich, ne, mit der Farmerei. Das muss ich wirklich sagen. Also ich war jetzt wirklich die ganze Nacht unterwegs und die Planken brauchen richtig Fettmaterial. Ihr werdet es ja wissen. Also da habe ich nicht mit gerechnet, dass das so lange dauert. Hier habe ich mal noch zwei, drei Sachen angebaut. Hier ist auch schon die erste Kanonengeschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen gemacht haben oder ob ich das offscreen gemacht habe, weil ich einfach wissen wollte, wie es aussieht, ne? Aber so viel Kanonen, würde ich sagen, bauen wir jetzt ja auch hier nicht rein. Ich würde hier eine reinbauen gegenüber. Dann würde ich hier normal. Normal. Dann gerne hier nochmal eine. Und das war's dann aber an Kanonen. Also ich will es jetzt hier nichts übertreiben. Und ja, alles vollballern mit Kanonen. Hier noch eine rein. So, und den Rest machen wir dann normal. Und auf der gegenüberliegenden Seite eben auch. So. Zack. Na, zack. Da muss auch noch eins hin, ne? Ernsthaft? Da unten auch noch? Ja, komm. Hau hin. Das hilft dir nichts. Haben wir jetzt hier... Moment, jetzt muss ich natürlich schauen. Ich glaube, hier haben wir das mit den... Jo. Da ist Kanone, dann kommt hier ein normales hin. Und... Hier normales, hier war wieder mit Kanone und hier normales. Genau so müssen wir das machen. Ja, guck mal, es nimmt doch Form an. Es nimmt doch tatsächlich schon Form an. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Holz und dann, ja, hier brauchen wir dann unten auch noch. Da kommen halt, boah. Boah, Leute, warte mal, jetzt lasst uns mal abzählen. Wir brauchen hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Nee, Moment, ich muss das... Das ist ein Element hier, ne? 1. Ja, wir brauchen noch, also sagen wir mal, 7, 8, 9, 10 Stück an Planken brauchen wir noch. Anders kommen wir hier nicht weiter. Jetzt bin ich hier reingesprungen, ich Held. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Ja, Kalle, das hast du wieder gut gemacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, dann bauen wir uns hier ein schönes Schiff hin. Ah, da freue ich mich. Okay, Leute. Das bedeutet für mich oder für uns wieder ordentlich Material farmen, damit wir Planken bauen können. Und es braucht halt richtig, es kostet richtig viel, ne? Holz, gerade Holz kostet richtig, also die Planken kosten richtig viel Holz, das will ich damit sagen. Komm, dann nehmen wir hier schon mal wieder mit. Also dann werden wir jetzt heute und morgen noch eine kleine Baurunde machen. Werden hier ordentlich Zeug ranholen. Pferdchen, magst du mir mal folgen? Das kann ich garantiert auch mit den Tasten machen. Da werdet ihr wieder gefragt sein, warum nutzt ihr denn nicht die Tasten? Och, Junge, warte mal, Verhalten. Zielentfernung, Verhalten, Passivfliehen, Folgeabstand, Mittel. Du musst mir nicht so auf der Pelle hängen. So. Also irgendwie geht das auch mit den Befehlen per Taste, ne? Da habe ich aber noch nicht durchgeblickt, Leute. Deswegen mache ich das immer noch über das Rad, dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Läuft die Geschichte. So. Ach, ich freue mich schon so drauf, wenn wir hier alles haben. Ihr habt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, was es da alles gibt. Wie gesagt, Taucherausrüstung. Und wenn ich auch die Bilder von euch gesehen habe, die jetzt auf der Homepage sind, das ist ja Wahnsinn, was man da alles machen kann, ey. Da habe ich so richtig Bock drauf, das zu entdecken. Und jetzt fällt es mir auch wieder ein. Edelsteine. Ihr habt mir geschrieben, ich glaube, der Mr. Drake war's. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ihr habt mir geschrieben, wo Edelsteine zu finden sind. Und das müsste, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz im Süden sein, ne? Ich gehe mal davon aus, die zwei Inseln außen, also ganz unten, ganz rechts, ganz links, auf diesen zwei Inseln, so wie ich es verstanden habe, da müssten Edelsteine zu finden sein. Das heißt, wir brauchen definitiv das Schiff, dass wir hier runterkommen. Weil mit einem Floß da runterfahren, ne. Das tun wir uns nicht an. So, wir holen Holz ran. Ist halt jetzt ein bisschen Farmerei. Aber ich bin so gespannt auf die Geschichte mit dem Tauchen und Wracks und hast du nicht gesehen und... Boah. War ich echt geflasht, wie ich es gelesen habe. Ich habe mich auch selbst noch gar nicht gespoilert. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe also nicht irgendwie auf YouTube schon mal geschaut, wie das aussieht oder sowas, sondern das will ich wirklich blind mit euch zusammen entdecken.
die Geschichte dann läuft, ne, mit dem Tauchen gehen und wir brauchen vielleicht auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt da runterfahren zum Freeport, auf die andere Insel rüber, um uns eine Crew zu holen, da werden wir dann vielleicht noch ein paar Münzen einsammeln müssen. So, jetzt haben wir hier natürlich. So. Johnny, komm, die paar Meter können wir laufen. Kommst du? Ja, er kommt. Oh, Johnny. So. Ach ja, Pinsel und Leinwand habe ich auch noch gebaut. Das will ich auch mal ausprobieren gemeinsam mit euch, dass wir uns erst das Bild aufhängen können. Das Schiffsruder, das müssen wir dann auch, aber das kann man dann erst hinstellen, sobald... So. Strukturen, Schiffsbau, Mittel, nein, Planke. Was hatten wir gesagt? Zwei von denen brauchen wir, ne? Da können wir jetzt gerade mal eins herstellen, müssen wir mal gucken. Das braucht 432 Holz, Alter. 408 Fasern. Das ist schon teuer, ne? Aber da können wir auch gerade eins herstellen. Dann müssen wir das mal noch machen. Und jetzt fehlt uns wieder Stroh. Das ist der Hammer. Ach so, ja, reparieren sollten wir vielleicht unsere Werkzeuge auch noch. Zack, das da rein. Reparieren. Das haben wir. Dann können wir die anderen Sachen auch gleich reparieren, wenn wir schon hier stehen. So. Dann brauchen wir natürlich auch noch Segel, ne? Da müssen wir auch gucken. Könnten wir gleich mal schauen, was wir da brauchen. Und der Metallausflug, der war wirklich erstmal richtig gut. Weil Metall haben wir immer noch 2600, also da haben wir ordentlich rangeholt, sogar noch mehr. Hier ist ja auch noch Metall. Und wir haben noch ein paar Barren. Zinnbarren haben wir auch eingeschmolzen. Also es läuft nach Plan. Warte mal, ich kann doch unsere Lampe ausmachen, ne? Die mal ausbaut, du kein Mensch, ist doch taghell. So, in der Gerberei. Ach, die Gerberei habe ich auch umgestellt, ne? Seht ihr ja. Klar. Ne, da war es nicht. In der Gerberei müssen wir unsere Pelzrüstung demnächst mal erneuern. Hier, glaube ich, war es, ne? Kleine Geschwindigkeitssegel. Wir werden das mittlere Geschwindigkeitssegel brauchen, oder? Das mittlere Geschwindigkeitssegel? Fasern, Holz, Metall, Tierhaut. Ja. Und Strukturen. Da war dieser. Mhm. Okay, okay, okay. Ja, Johnny, ich weiß, du kommst hier nicht rein. Alles wird gut. Lass uns mal irgendwo hingehen, wo viele Bäume sind. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeug. Zack. So, also, kleine Farmrunde heute. Und kleine Baurunde, ganz klar. Oh, ich freue mich da so drauf, wenn das Schiff fertig wird. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ne, ich soll mir denen die Geschichte nicht antun, das Schiff dann selbst zu steuern, sondern ich soll mir eine Crew holen. Und das hatte ich auch vor. Also eine Crew ist, glaube ich, immens wichtig. Damit man die Jungs einfach machen lassen kann. Und braucht da selber nicht so rumeiern. Geht ja auch gar nicht, wenn du da jetzt sämtliche Segel einstellen sollst und so weiter. Also, wie soll denn das funktionieren, ne? So. Da noch ein bisschen was geholt. Also wie gesagt, das ist der Plan. Wir bauen unser Schiff fertig, schippern dann rüber zum Freeport, holen uns eine Crew und dann geht's ab dafür. Ich habe auch gesehen, wie die Schiffe aufgestellt werden müssen. Also mit der Crew, die müssen ja schlafen, ne? Da müssen wir ja Betten hinstellen. Und wir müssen einen Vorratsschrank hinstellen, dass die Jungs auch was zu essen kriegen, ganz klar. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Aber erstmal ist es wichtig, das Schiff überhaupt mal zum Schwimmen zu kriegen, ne? So, Johnny. Das ist schon wieder Johnny. Wir heißen doch Johnny. Johnny. Ich will der Pferd die ganze Zeit Johnny nennen. So, Moment. Jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, Leute. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Und zwar... Fähigkeiten? Nee, Quatsch, das war ja bei den Optionen. Bei den Optionen? Da aber auch nicht. Doch hier. Hier. Wie ging denn das mit diesen Emotes? Pfeife folgen mit T und Y heißt da bleiben. So, probieren wir. Heyo, funktioniert. Funktioniert, das muss ich mir jetzt wieder merken, bis ich das wieder verknüpft krieg. So, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber. Strukturen.
Schiffsbau, Mittel, Planke. Zack. Drei Stück können wir herstellen. Das braucht schon ordentlich Ressourcen, ne? Aber naja, es hilft ja nichts. Schau dir mal die Tür zu. Wir haben geheizt. So, auf geht's rüber. Restlichen Kram noch anbauen. Und wir brauchen natürlich einen Namen für unser Schiff. Klarer Fall. Da gerne auch wieder Kommentare. Ich würde es auch gerne El Calito nennen. El Calito fand ich eigentlich ziemlich geil. So, pass auf. Pass auf, die drei reichen jetzt natürlich nicht, aber wir können hier zumindest schon mal die Luke für die Kanone zumachen. Zack. Die kommt hier hin. Und hier kommt noch eine hin. Und dann können wir ab hier die normalen verbauen. Ab hier, ne? Zack. Okay. Jetzt brauchen wir noch... Was werden wir noch brauchen? Da hinten ist noch ein Stück frei. Eins, zwei, naja. So 5, 6, 7 werden wir noch brauchen. Das hilft nichts. Den müssen wir noch ranholen, Leute. Und eins für den Kanone. Und dann halt auch noch ein paar Deckgeschichten, also so Deckbretter, dass wir oben das Deck zumachen können. Aber es nimmt Form an. Es sieht schon mal nach einem Schiff aus. Es sieht schon mal nach einem Schiff aus. So. Na, Bärli, wo geht's hin? Wir holen gleich nochmal ein bisschen Holz. So. Dann fällt mir eben gerade ein, genau, mit den Schusswaffen. Da habt ihr ja auch noch gemeint, dass das ja gar nicht so sinnvoll wäre. Also ich muss sagen, gerade mit dem Gewehr, für einen Wolf und für die Geschichten reicht ein Schuss. Also wenn man gut zielt, dann kriegt man den Gegner ja ausgeschaltet mit einem Schuss. Zumindest jetzt hier im PvE, ne? Im Singleplayer-Modus. Wie das natürlich im PvP aussieht, wenn ihr PvP spielt, weiß ich nicht. Aber hier funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn die Gegner so sind. Natürlich werden wahrscheinlich auch noch stärkere Gegner kommen. Und dann sieht die Geschichte natürlich auch anders aus. Dann kam noch der Hinweis, auf der anderen Insel hatten wir ja einen Drachen gesehen und sowas, dass man die auch zähmen kann. Und dann muss es ja irgendwo noch diese Meerjungfrauenstadt geben. Aber auf welcher Insel die ist, das müssen wir rausfinden. So. Wie sieht es dann eigentlich mit Essen und Trinken aus? Ja, Johnny. Johnny geht's gut. Johnny geht's gut. Holen wir noch ein bisschen Kram ran. Ja, wo ist unser Pferd? Kommst du? Pferdi. Muss ich wahrscheinlich angucken direkt, ne? Ja. Ah, Johnny. Dein Pferd folgt dir. Was bist denn so langsam, Ferdi? Mach doch nicht so rum. Wir nennen dich, glaube ich, einfach mal Brauner. Brauner ist eigentlich ein guter Name. Wir brauchen einen Namen für den. Wobei, ihr habt auch Jolly Jumper, glaube ich, kam in den Kommentaren. Ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß es noch nicht. So, Leute. Auf geht's. Komm, Brauner. Wobei, Brauner, da kann ich mich schnell dran gewöhnen. Was ist da? Schon die Tür aufgemacht. Vom Pferd aus. Überragend. So. Das rüber. Das rüber. Das rüber. Das rüber. Und das rüber. Und das Holz hier auch noch. Können wir jetzt nochmal Strukturen, Schiffbau, Mittel, Planke... Nee, was fehlt denn jetzt? Fasern fehlen. Alter. Okay, Leute, das hilft nichts. Wir müssen da einfach noch ein bisschen ranholen, damit wir nochmal so 5, 6 von den Dingern bauen können. Ich möchte aber jetzt zum Ende der Folge gerade nochmal hier die Geschichte mit dem Pinsel ausprobieren. Das interessiert mich jetzt.
So. Wie geht denn das jetzt hier? E halten. Ach, guck. Ach, guck, jetzt kann ich die Wand hier anmalen, oder was? Ajo. Ah, wie gut ist denn das? Jetzt haben wir die Wand angemalt, Alter. Ja, saustark. Okay. Geht das auch mit der Treppe? Ja. Ja. Nee, nee, ich will ja nicht. Unseren braunen Balz nicht an. Zack. Nee, unseren Grill. Da kannst du ja wirklich alles bemalen. Guck mal. Eine rote Treppe. Das ist so gut. Das ist so gut. Zack. Oh, Leute. Das ist ja geil. Das ist eine schöne Spielerei. Dann können wir hier die Wände schön anmalen. Das ist ja geil. Zack. Zack. Sieht ja auch nice aus, ne? Eine rote Bude, Alter. Stark. Gut, jetzt will ich aber mal wissen, wie kann ich denn dieses Teil hier bemalen? Muss ich das irgendwie auch hier hinziehen? So, pass mal auf. 6. Was? Kleine Holzleinwand im Bereich. 0 von 1. Ja, aber ich würde es gerne. So, und jetzt? Aber kann ich da was malen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ob ich da was malen kann oder nicht. Naja, okay, da können wir uns auf jeden Fall die Bude hier schön machen. Mit schönen Farben. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, wie das mit dem Spinsel hier, wie funktioniert. Sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus. Aber das können wir ja dann nach und nach. Kann ich mal in so einer Offline-Session, wenn ich gerade mal Bock und Lust und Zeit habe, werde ich unsere Hütte hier mal schön anmalen. Okay, Leute, dann soll es gewesen sein für heute. Wie viel Uhr haben wir? 16:24 Uhr, das ist gut. Dann nutze ich den Rest von Tag und den Rest der Nacht, um noch Material ranzufarmen, sodass wir dann. So. Sodass wir dann ja, in der nächsten Folge. Schön. Da machen wir ein rotes Haus. Das wird geil. In der nächsten Folge dann das Schiff vielleicht so weit fertig bauen können, dass wir dann an die Feinheiten gehen können, ne? Ich will jetzt gerade nochmal schauen. Wir konnten doch hier fürs Schiff noch eine ganze Menge bauen, ne? Navigation, so ein Sextanten. Vielleicht auch nicht, aber da brauchen wir Edelsteine. Wo waren das hier? Möbel, Rohre, Metall. Auch hier mit dem Wasser, ne? Kamen auch viele Tipps. Vielen Dank dafür. Da müssen wir dann auch mal gucken. Aber Priorität liegt jetzt eben auf dem Schiff. Ganz klar. Das ist für ein großes Schiff. Kanonen. Oh, guck mal, kann man bauen. Eine Schiffskanone. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Käfige. Das ist die Geschichte. Genau, da müssen wir dann halt schauen. Schiff-Add-ons. Ein Schiffshangar. Okay. Ship Cargo Rack. Sonstiges. Custom Flag, ein Leuchtturm, eine Trainingspuppe. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen, was wir hier alles noch ranholen können. Ihr habt es ja gesagt, da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Fähigkeiten verteilen müssen. Vielleicht auf Kapitän oder so. Günstige Heuer, das klingt gut. Crew-Ausbildung. Erlernte Fähigkeit, Rationierung. So, vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Sachen freigeschalten. Strukturen, Schiffsbau, Mittel. Das geht dann nur Schiff-Add-on. Ne. Sonstiges. Käfige, Holz, Kanonen, Klippe, Kochen. Ja, da haben wir noch den Grill. Metall. Katapultgeschütz. Und eine Balliste.
Ja, okay. Da müssen wir schauen. Wir werden es rausfinden, was wir dann noch alles brauchen. Also wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Dann hoffentlich mit dem Fertigbau des Schiffs, zumindest mal ganz grob. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.